So, wir haben hier Patrick Bittner, Vorstandsvorsitzender der OSG Baden-Baden. Hinter uns läuft gerade die Schachveranstaltung Faszination Schach. Ja, Sebastian Siebrecht mit seinem Team ist hier die ganze Woche. Er tourt deutschlandweit mit seinem Programm rum und jetzt sind wir froh, dass er hier ist und den Kindern Baden-Baden und auch den Erwachsenen Schach beibringt und unser Sport weiter voranbringt und bekannter macht. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Also ich habe auch gehört, Baden-Baden schreibt Jugendarbeit und Jugendschach groß. Wie viele Jugendspieler oder Kinder spielen eigentlich bei Baden-Baden? Also aktuell haben wir jetzt zwischen 80 und 100 Kinder und Jugendliche wöchentlich im Training an 4 verschiedenen Tagen. Wir haben momentan ganz großen Zulauf, machen auch viel dafür und freuen uns, dass die Kinder und Jugendliche zu uns kommen und Schach spielen lernen, was wichtig für sie ist. Und auch die Schulen unterstützen uns mittlerweile gut und ja, wir wollen wachsen und weiter vorankommen und dazu gehört natürlich auch der Nachwuchs. Das ist richtig toll. Da braucht man bestimmt auch ziemlich viele Helfer und Trainer. Wie viele Trainer trainieren in Baden-Baden? Also wir haben jetzt seit 1. Februar mit dem Rolf Schlindwein einen hauptamtlichen Jugendkoordinator. Er kümmert sich um das ganze Trainingsbetrieb, wer wann wo trainiert, welche Inhalte die Kinder trainieren, welche Zeiten und so weiter. Wir haben dazu noch 6 andere Trainer, auch hochqualifizierte, die sich von Montag bis Freitag um die Kinder kümmern. Das ist toll. Und demnächst stehen ja auch die Kränke Chess Open in Karlsruhe an. Vielleicht, also wahrscheinlich spielen da bestimmt einige Kinder auch mit bei der Veranstaltung. Ja klar, wir halten natürlich unsere Kinder dazu an, auch sich im Wettkampf zu messen mit anderen Kindern und auch mit Erwachsenen. Deswegen werden da viele von uns mitspielen im B- oder C-Turnier. Und da sind ja momentan schon fast 1.900 Anmeldungen. Also da werden viele von der OSG mit dabei sein. Und da machen wir natürlich auch kräftig Werbung dafür. Super. Es ist gerade mal, also nicht einmal 24 Stunden her, Sie als erster Vorsitzender der OSG Baden-Baden sind alleiniger Rekordmeister der Schachbundesliga geworden. Wie fühlen Sie sich? Bombastisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin wirklich sehr froh, habe mich gefreut das ganze Wochenende und bin auch stolz auf das Team und natürlich auch Sven Noppes als Mannschaftsführer, der das Jahr für Jahr super macht und die Kränke-Gruppe als Sponsor natürlich, die das alles möglich macht. Aber ich bin schon stolz auf alles, was da geleistet wurde und dass wir natürlich jetzt Rekordmeister sind, ist ein Meilenstein für uns und das wollen wir natürlich nicht mehr abgeben und weiter ausbauen in den nächsten Jahren. Super, vielen Dank für das Interview. Danke auch.